wessen Idee war es, wegen des Schnees hier hochzufahren? Du musst zugeben, es ist schön hier. Es ist schön, aber Jamaika ist ebenfalls schön und warm. Das ergibt absolut Sinn. Wenn vier Ehepaare gemeinsam in die Berge fahren. Jedes Jahr machen wir eine Woche gemeinsam Urlaub. Wer ist das? Ich bin Trina. Wo ist Sheila? Oh, hab sie ins Auto gesetzt. Wir sind geflogen. Du hast was? Mai, kapierst du eigentlich, was du da eben gesagt hast? Geheimnisse werden gelüftet. Halt, halt, warte. Wie kannst du ihn bewundern in deiner jämmerlichen Situation? Oh, oh, oh. Welche Situation? Vertrauen wird getestet. Ich bin nicht der Einzige der Verheirateten, der Geheimnisse hat. Schachmatt. Und Herzen werden gebrochen. Diane, wenn du heiratest, tauschst du das Ich gegen das Wir, okay? Man spricht sich gründlich aus. Für dich ist die Küche genau richtig. Und für dich die Straßenecke. Brauchst du einen Zuhälter? Wieso ist deine Frau so grausam? Das Geheimnis einer guten Ehe kann jederzeit gelüftet werden. Ich brauche dich und ich liebe dich. Komm nach Hause. Lionsgate und Tyler Perry laden Sie ein zum Filmereignis des Jahres. Gott, ich weiß nicht, worum es hier geht, aber ich werde diesen Berg hochfahren, weil ich meine Ehe retten will. Lerne wieder zu lieben. Ich bin für dich da. Zu lachen. Ich find's geil zu streiten. Die Versöhnung ist der Wahnsinn. Darauf trinke ich. Und sei bereit, den anderen zu schätzen. Auf die Liebe. Liebe. Auf die Liebe. Die Liebe. Denise Boutet, Richard T. Jones, Sharon Leal, Laman Rucker, Jill Scott, Tasha Smith, Michael Jai White, Malik Yoba, Janet Jackson und Tyler Perry. Lief doch alles gut. In Tyler Perrys Auch Liebe macht mal Ferien. Und manchmal stellt sich dann die Frage: Warum habe ich geheiratet?